Hat es denn Sendezeiten auskommen in dem Sinne? Ja gut, Sendezeiten hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber bringt ja nichts, jede 10 Minuten neues LP zu veröffentlichen. Richtig. Also das ist zumindest meine Meinung. Jede halbe Stunde ist ganz okay. Und Splinter Cell war ja sehr schnell abgearbeitet. Das muss man ja wirklich sagen. Das ging sehr schnell rum. Oder vielleicht, weil es uns auch so übelst gefallen hat, das Spiel. Weil das war ja ein Spiel, was wir ja fast durchgesüchtelt haben. Ja. Sie. Und jetzt dann die Leiter. Das geht nicht. I don't know. Da war ich noch nicht. Eieiei. Oh, da liegt der Andi so ein Zahn vor. Da will ich damit durchgehen, Leute, und dann falle ich runter. Er hat es heute aber eilig, deswegen macht er auch so viele Fehler. Der Andi hat keinen Red Bull heute gehabt. Hey, ich mache jetzt nicht mehr so schnell. Machen wir schön langsam hier. Fick dich da, ey. Nein, das tue ich nicht. Das ist Doch. ekelig, wenn man sich selber macht. Spaß. Wie soll ich da oben rankommen? Das geht gar nicht. Ich kann doch nicht weit springen und einen höher an der Leiter. Drei weit, ein hoch geht. Eins, zwei. Der vierte muss dann höher sein, dann geht das. Ey. So eine Mückenpisse, Leute. Ja, ich habe gesagt, ich reiß mich heute zusammen. Sonst kriege ich wieder Dislikes, weil ich hier schimpfe. Aber ich habe immer gedacht, das wollen die Leute hören, wenn man so abrastet. Ja, und natürlich jeden Sonntag weiterhin Livestream. Das darf man ja auch nicht vergessen. Was ich hier nochmal sagen wollte, also es wird jeden Sonntag einen Livestream geben mit Star Wars. Uns hat es letztes Mal saumäßig viel Spaß gemacht. Gerade weil auch endlich mal ein paar Zuschauer da waren, die mit zugeschaut haben. Genau. Und dann macht es natürlich auch Laune, wenn die Leute alles sagen, ob der Ton passt und dies und jenes. Dann macht das wirklich Spaß, wenn man Feedback zurückbekommt. Und dann, was wollte ich sagen? Ja, ist nach Star Wars nie Feierabend. Also das möchten wir nochmal dazu sagen. Es kann natürlich auch mal sein, dass nach Star Wars Schluss ist. Aber eigentlich gehen wir danach immer noch eine Runde Battlefield spielen, Medal of Honor. Und ich glaube, wenn Battlefield 4 eh draußen ist, dann könnte das eh sein, dass wir nach Star Wars immer noch eine Runde Battlefield 4 spielen. Oh ja. Und natürlich, bei mir stört das nicht, ob ich streame oder nicht. Und bevor du jetzt springst, drehst du dich um und gehst den richtigen Weg. Hä? Dreh dich um. Da lang. Ach, lol. Das hat mich jetzt gerade geschockt. Das stand aber da nicht. Nö. Oh, wenn das geklappt hätte so schnell, ja? Ja. Der Andi holt sich gerade ein neues Wässchen. Ja, Wasser. Wasser trinke ich nur aus Glasflaschen, weil das überhaupt nicht schmeckt aus Plastik. Aus PET. Ich ganz ehrlich bin, ich trinke aber auch lieber aus Glasflaschen. Ja. Aber wenn man Kinder hat, dann lässt man das. Zu gefährlich.
Eigentlich hätte ich ja noch 5-6 Minuten da lang springen können und lassen können, ne? Ja. So, so. Oh, jetzt! Das geht nicht, oder? Das geht nicht. Jetzt hast du den Fluch bekommen. Der Fluch, ich bin jetzt zu schnell, Andi. Ich bin jetzt zu ibrig. Aber nicht zu ibrig, einfach dieses... Ich will da jetzt so durchhuschen, weißt du? Ja, ich bin hier später durchhuscht. Also eigentlich kann man hier auch durchhuschen, hast du gesehen bei mir. Ja, ich finde da jetzt auch nichts Schweres dran. Bei anderen verzweifle ich halt immer. Ja, hier irgendwie überhaupt nicht. Ah, oh, ich komme jetzt immer an eine Wand. Ja, so langsam muss ich aber auch gestehen, weiß man, guck dich bei der Adventure Map lieber zweimal um. Ja. Genauso, wo ich die letzte aufgegeben habe, da oben. Das war totaler Blödsinn, weil man hätte sich vielleicht mal ein bisschen umgucken sollen. Ja. Weil uns hätte auch vom Logischen einfallen müssen, dass das nicht der Sprung hätte sein können. Und ja. Genau. Oh! An eine Mauer gekommen. Da habe ich noch im letzten Augenblick abgebremst. Gott sei Dank. Ja. Ja, zum Livestream bei Star Wars ist alles normal wie im Let's Play, ohne Musik oder so. Aber Battlefield, Leute, lass mal so ein bisschen Musik laufen. Genau. Und ja, dass das alles ein bisschen geschillter ist in dem Sinne. Richtig. Grand Final, letzte Runde. Ja, dann ist die Stage auch durch. Ja. Wo ich jetzt sagen muss, dass diese hier wirklich Spaß gemacht hat. Oder fandest du jetzt nicht? Doch, die ist cool. Jumps. Oh, das ist hinter 40. Boah, wo bin ich denn jetzt? Da muss ich hin wahrscheinlich. Bist du auf dem Schild gelandet? Jetzt wäre hin. Nimm. Dahin. Ich spring doch hier die ganze Zeit im Kreis. Ja. Der verarscht uns doch. Nein, hier war ich noch nicht. Das täuscht nur. Wo bist du lang? Bist du runtergegangen? Naja, hier rum. Andere Richtung, da bist du schon falsch wieder. Hier drauf, da. Da. Da hoch? Da kommst du von der Seite hoch. Da steht irgendwo ein Schild. Geh noch weiter nach links, da siehst du. Ja, und jetzt hier zu mir gucken. Ach, Jump hier. Genau. Alter, der baut hier Sackgassen ein. Das ist so ein penetrantes Arsch, ja? Entschuldigung, Leute, gerade für den Ausdruck, aber ist einfach so. Er versucht hier richtig einzunatzen. Aber cool. Ja. Von der Seite her. Nein, verdammt. Macht da wieder keinen Doppelschwullauf hier. Ach, verdammt.
Oh. Das ist heavy. Oh. Das ist schon Alter, ein da habe ich gerade auf Schubkeller die hier. Tastatur gleich noch auf Schiff gedrückt. Woo! Congratulations! Jawohl. Auf geht's. So. Geh du, Maestro, an drei, an die. Oh, jetzt sehe ich auch meine Kaffeetasse, aber die ist so leer. Welche Challenge war das jetzt? Ahnung. 8 mal Acht. 9. So ein J will be released in the future. Klicken wir mal hier drauf. Cave Ruins. Das war's. Nein. Warte, ich gehe mal zu 8. 8 waren wir noch gar nicht. Ne? Nein. Das hier ist Challenge, oder? Doch, die haben wir gerade gemacht. Dann müssen wir zu 9. Mal hier Schild suchen. Zone Das B, war's. Challenge 9 bis 16. Wir brauchen B. Zone B jetzt. Da bin ich jetzt. Wie bist du da hingekommen? Ich bin in Challenge diesem B. Command Center Da. drin. Echt? Bist du in den Command Center? Ja. Mal, ob ich da irgendwie hinkomme. Vor jedem Eingang ist so ein Ding. Ja, ich habe hier gerade was gefunden. Und dann, wie hast du es dann gemacht? Und dann kannst du da nochmal zum Center warpen oder so, steht da. Center Spawn? Ja. Ja. Und da musst du dann Challenge Passiert 9 nichts. bis 16. Ah, war Kommandzentra. 2 Sekunden, so. Und jetzt Challenge 9 bis 16  1 bis 8, 9 bis 16. Genau. Alles klar. Nochmal. Ah, da So. bist du. So, und hier ist Challenge 9, Golden Heights. Oh. Genau. Start geht hier links. Yeah, Muckebabys. Hört man eh nicht. Achso, das ist ein Checkpoint hier. Wieso hört man das nicht? Natürlich höre ich das. Ich höre es leider nicht. Let's test your sense of balance. Stage 1. Oh, gucken Okay. wir mal, ob wir balancieren können. Boah. Ich als Alkoholiker ist das echt schwer. Kannst ja shiften. Oh ja. Oh. Oh, voll auf den Strich lang, Alter. Na, weiter So, machen geht's. wir Checkpoint an. Wo war der? Hier. Da. Fertig. Checkpoint. Boing. Nein! Golden Heights. Unsere Decke hängen geblieben. Und fertig. Checkpoint. Ja, jetzt liegt hier der Glabur erstmal hier in Spurt hin. Ja, ich habe heute Viagra geschuckt, Leute. Mit dem Dauerständer geht das konstant. Genau. Haben wir uns ja gestern nicht gerade drüber unterhalten? Keine Ahnung. Wüsste nicht wann oder worüber. Ja, auch weil ich doch da so eine was gelesen habe. Ach so, das meinst du ja. Ja. Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, der Andi leidet halt an Alzheimer, Leute, da ist das halt normal.